Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark World 2 und ich mache jetzt mal die Tür gegen die Wand oder gegen den Kopf oder so weiter. Wie sieht das hier aus? Das läuft weiter, sehr schön. Okay. Wir waren auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Lava holen und das stelle ich dann mal gerade einfach hier an die Seiten hin. Gut. Ich habe auch gar nicht ausgelernt, merke ich gerade. Weiter noch 150. Gut. Auf jeden Fall, die ist jetzt schon mal erstmal schön ordentlich befüllt. Und da schmeißen wir jetzt einfach ein paar Sachen rein. Und zwar machen wir jetzt erstmal ein paar Werkzeuge. Heute mal gerade ein bisschen Holz. So, was wollen wir denn alles haben? Wir wollen auf jeden Fall eine Spitzhacke haben. Eine ordentliche Axt wollen wir. Was wir schon mal gefüttert haben. Ja, Schüssel können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Okay. Iron Axe Head und Paper Shovel Head. Wir schmeißen jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen Gold rein. Das schmeißt jetzt hier erstmal ordentlich durch. In der Zeit können wir schon mal die anderen Sachen machen, die wir noch brauchen. Und zwar brauchen wir eine Stone Pickaxe Set, eine Stone Tool Rod. Das haben wir. Pan brauchen wir nicht. Full Guard Pattern machen wir jetzt auch mal gerade. Finde ich auch geil. Hier so ein Balken und auf einmal kommt dann ein Halbmond raus. So. Stencil Worker, ja, sehr schön. Was brauchen wir noch? Die Swordblade Pattern. Toolbinding. Tough Mod kann man später mal gebrauchen. Tough Binding. Large Plate. Broad Axe. Das kann ich wohl nicht. Excavator. Und. Kommt die Large Plate. Nehmen wir auch mal raus. Packen wir mal gerade alles hier rein. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz mein Inventar mal ausleeren. Das geht ja gerade gar nicht, damit hier abgeht. Das. So, Alter, schon 17 Dias wieder, meine Fresse. Okay, also hier haben wir jetzt 14 Gold drin. Das können wir jetzt einfach hier drüber gießen lassen. Und wenn jetzt alles klappt, dann sollte das erstarren und wir bekommen die Blendkasse rausgezogen. Jawohl. Das sollte dann in dem Moment hier drin erscheinen. Was will man mehr? Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal mit dem Stone Tool Rod und dem Stone Pickaxe Set. Machen uns mal das hier, das reicht perfekt aus. Swordblade können wir noch gebrauchen. Ich schmeiß jetzt hier erstmal alles rein, was ich schon hab. Sehr schön. Sind da hinten? Alter, da sind hinten Fische gespawnt. Oh. Sehr schön. Dann brauchen wir, wie viel Gold haben wir noch drin? Das war das letzte. Okay, alles klar. Was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist mir eine Spitzhacke aus Alumite. So.
So, was haben wir? Alumite. Alumite ist eine Legierung und dafür brauchen wir Aluminium, Iron und Obsidian. So, Obsidian haben wir noch nicht. Falsch. Wir haben hier einen Obsidian Knife Blade und einen Obsidian Fingerhead und einen Obsidian Handguard. Das können wir nämlich auch mal alles wieder einschmelzen. So, jetzt gehen wir uns mal ganz schnell mit Aluminium holen und mit Iron. Ich weiß gar nicht, ob ich Alu schon noch habe. Ja, komm, da haben wir doch schon. Was hiervon noch was mit? Mal so eine Frage, wollt ihr eigentlich noch sehen, wie ich hier auch so noch die Stadt ein bisschen weiterbaue? Oder das Dorf oder was das hier ist? Ach, wisst ihr was, das mache ich einfach gleich. Ich baue wieder gleich einfach mal was weiter, dann gibt es gleich keine weitere Folge. Mal richtig von Tinkers Construct, dann baue ich hier erstmal so was schön weiter rum. Kann auch ein paar Vanilla-Aspekte noch haben. So, dann schmilzt jetzt hier erstmal schön. Pickaxe-Head und eine Tool-Wodcast. Oh ja, das ist so schön. So, 5 Aluminium-Ingots sind drin. Okay, Obsidian sollte jetzt nur mit auffällig sein. Ich messe mir nochmal was nach. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wie kann man noch mal am besten an Obsidian ran? Ah, ja sicher. Ich würde einfach mal einen Tankentable ein, richtig. Das ist doch richtig geil. Ah, man konnte auch Wasser und... Könnte da aus so Wasser und Lava reinschütten? Wenn ja, dann wäre das geil. Ah, das Feld werde ich auf jeden Fall nochmal umlegen. Aber finde ich auch gut, dass wir dieses Hemd haben. Damit haben wir schon mal eine Quelle für Silky Cloth. Für die Silky Jewels. Nein, das Buch wollte ich jetzt hier reinstecken. Drei Aluminium-Ingots, Anumite-Ingots. Eins. Dann machen wir jetzt einfach mal eine komplette Spitzhacke draus. Na, na, na. So. Jetzt gehen wir zurück zur Toolstation, machen uns eine wundervolle Pickaxe aus Alumite. So, die können wir jetzt hier machen. Hat Mining Level Kobalt, auch 8 Mining Speed. Die nennen wir dann einfach mal Doshex. Achievement Get Tinkerer. Sehr schön. Und mit dieser wundervollen Achievement beende ich dann auch diese Folge. Nächste Folge wird dann einfach nur was weitergebaut. Ja, einfach ein bisschen verschönern das Ganze. Muss ja auch mal sein. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Wie gesagt, sind dann noch die Drops. Oh, naja. Und ich würde sagen, wenn ich diese Folge. Also, ich gerade schon mal gesagt, habe, egal, ich bin jetzt einfach die Folge Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tech World 2. Bis dahin, tschüss.